Die besten Momente sind persönlich. Meininge, die Bartgestalter. Jetzt guckt euch mal dieses schöne Bild an von der Dame, die da auf der Wanne sitzt und da in die Wanne reingreift mit dem zufriedenen Blick. Was ihr nicht seht, Thomas liegt in der Wanne und sie seift gerade seinen Bauch ein. Deswegen guckt sie auch so zufrieden und Thomas sagt, Thomas. Ja, das ist das Intro. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Heute kommt Hannes. Heute ist bei mir der 27. direkt nach den Weihnachtsfeiertagen. Hannes wollte kommen. Wir wollen einen Community Raid machen mit Regigigas, morgen einen mit Mega für Nondor. Ihr kriegt am Mittwoch aber Raid am Mittwoch zu sehen. Und jetzt guckt euch das mal an. Ich bin hier gerade so beim Bahnhof. Hier stehen plötzlich ganz viele GLS-Autos rum. Und irgendwie habe ich es gerade geschafft, mich da durchzuquetschen. Ich kam von hier rechts angefahren und dann bin ich so hier durch und da war so wenig Platz, aber ich habe es geschafft. Was ich euch noch zeigen möchte, mein neues Auto. Guck mal, wie das ausschaut. Ist das nicht herrlich, oder? So in Gelb, ne? Gelb, Team Gelb, das ist perfekt. Das ist ein Opel, ich hatte ja davor einen Opel. Jetzt habe ich hier noch einen Opel und ja. Das sieht gut aus. Das hätte ich mir auch geholt. Also mein Auto ist natürlich immer noch das Ding da hinten. Wir warten jetzt aber erstmal auf den Hannes, posten einen Raid, gehen irgendwie in die Stadt, kaufen kurz was ein, wollen ein paar Tastings machen auch. Ich zeige euch dann gleich nochmal die Konda und was Regigiga so für Werte hat und brauche eine neue Ramses Kitchen Location, die ich mir mit dem Hannes dann vielleicht suchen kann. Jetzt aber erstmal Hannes abholen. So, schaut mal da zu dieser rosanen Wand. Sieht die nicht herrlich aus? Da seht ihr schon den Hannes. Voll bepackt mit tollen Sachen, kommt da angewatschelt mit einer blauen Tüte. Hast du schon wieder Bier mitgebracht oder wie? Ich wollte dich fragen, ob du Begrüßungsbier hast, weil ich brauche das jetzt unbedingt. Das ist jetzt überlebensnotwendig. Und da hat der Hannes eine Fliegerbrille auf. Nachtflug Imperial Stout. Herr HC Boschs. Propellerbier. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Oder das der hier. Haben wir das mal als Dose getrunken im Kalea Adventskalender? Ja. Also nicht in dem anderen. Altbayerischer Bierlikör. Das ist was Besonderes, das muss man mal tasten. Aber das ist hässlich. Das heißt, das kann man jetzt einfach so trinken. So, wir machen uns ein Bierchen auf. Und dann suchen wir mal einen Raid. Ich habe schon einen gepostet. Hot and spicy Pringles, die sind aber nicht scharf, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, super. Das schreiben die immer so drauf, damit du das kaufst, aber nicht, weil es scharf ist. Kennt ihr das? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Warte, so sieht man es besser. Ich glaube, ich kenne das aus der Dose und ja, Imperial Stout halt. Und dann nochmal einfach anders machen. Das habe ich für euch auch noch mitgebracht. Was ist denn das? Nudeln. Ach Hannes, wenn du wüsstest, wie viele Nudeln wir haben, komm ja, erst mal her. Ja, oh, mein Hannes. Endlich ist geschafft. Da. Endlich geschafft. Endlich mal normale Leute, ne? So, das ist die Arena. Da findet der Community Raid statt. An der Blütenzeichnung, falls ihr das seht. Es sind so schöne Blüten. Das Haus entlang mit einem Schmetterling dran. Das ist die Blütenzeichnung. Und das ist die Hopfenblüte. Servus Hannes. Jo, Prost, Prost, und gleich zeigen wir noch die Konda. Und dann machen wir einen Raid. Und das ist Regigigas. Und den habe ich schon, weil ich den ja von Giovanni als Krypto habe. Aber als Raid zählt er zur Raid-Medaille. Und Community Raid muss sein. So, wir wollen jetzt den Raid machen. Wir haben euch mal kurz aufs Auto gestellt. Vor allem, ich probiere von dem Bier und sage zum Hannes noch, ja, schmeckt wie Kaffee, ne? Jetzt guckst du hinten drauf. Glaub an deine dunkle Seite. Farbe, das ist einfach ein schwarzer Punkt. Und dann steht dort Aroma, Kaffee, Lakritz und Waldbeere. 9,1%. Ich glaube, der will mich vergiften. Jetzt wollen wir euch ganz kurz mal die Konter zeigen. Für Regigigas, dafür gehe ich in den Community-Tab. Denn im Community-Tab poste ich ja immer Infos, nützliche Sachen. Raid-Übersichten wie hier mit Regigigas. Da sehen wir 24,83 ist der 100er Wert, 31,04 ist der 100er Wert mit Wetterbrust. Das ist schon krass, oder? Wenn du direkt aus dem Raid ein 3100er Pokémon fängst und am besten nehmt ihr Kampf. Das Ding ist nämlich normal, ihr nehmt also Kampf. Ich habe da also so eine Meistergriff-Armee oder eine Maromai-Armee. Wenn ihr Kryptos habt, Krypto-Maromai ist das sogar noch besser. In der Raid-Gruppe
habe ich natürlich den Raid dann reingepostet und dann seht ihr hier, pass auf, wer sich alles eingetragen hat. Ich poste das ja immer mit, welche Arena das ist, Standort dazu, und dann könnt ihr euch immer eintragen. Hier, Scheffe ist dabei, der Sakurai ist dabei, die Sarina, die Genaya, der Creeper, der Kaiser Kai mit 2, der Linus, Henry Niki, Matze, und aber ins Tierheim hat sich noch eingeschrieben. Den muss ich mir noch aufschreiben, ab ins Tierheim, da geht's ja gar nicht auf. Jetzt habe ich extra 3 Leute in Hannes gegeben, dass ich nur 5 einladen muss. Aber jetzt muss ich ab ins Tierheim auch einladen. Und dann sind es trotzdem wieder 9 bei mir. Insgesamt. Ja, also ich mach die du nicht hast, du hast, die lasse ich erstmal weg. Und dann lade ich die aber trotzdem ein, weil ich ja eh noch eine zweite Runde einladen muss. Hier sitzt ein Amarino geschlüpft. Was ich auch gesehen habe, ich habe es Hannes gerade gezeigt, hier ist plötzlich ein Shiny Vulpix drin. Auf der Fahrt vom Bahnhof bis hierher ist das wohl geschlüpft, wurde das wohl gefangen mit 15 Angriff. Seht ihr mal, wozu so ein Gotcha alles gut ist. Hannes, wir gehen schon mal auf die Arena. Jo. Jetzt habe ich es Ferkuli angedrückt. Mit dem anderen gehe ich auch mal drauf. Warum? Hannes ist schon drin. Ja, ich hab's. Jetzt ist 15, jetzt können wir rein. Jetzt können wir rein, jetzt können wir auch einladen und dann passt. So, du hast deine 3. Jo. Ich habe den Rest. Aha. Matze, ab ins Tierheim, Creeper, Kaiser Cutter. Sakurai ist noch wichtig, den hat der Hannes nämlich nicht. Ich habe jetzt Genaya, Scheffe und Henry Niki ausgelassen, weil der Hannes die hat. Jo. Der Hannes lädt die jetzt schon mal ein. Ist erledigt. Wenn ich dann wieder einladen kann, lade ich die aber auch ein. Mal gucken, bei wem sie reinkommen hier. Sagen sie, oh Hannes, ich kann deinen nicht mitmachen, weil der Ramses lädt gerade auch ein. Da gehe ich lieber bei ihm in den Raid mit. Aber ist doch derselbe. Perfekt. So, Samyang ist auch drin. Shinaya ist drin. Hm. Ihr seht schon, Meister Griff Armee ist da. Henry Niki ist drin. Warum sie jetzt unten das Ganne war, vorschlägt, weiß ich nicht. Taste. Ja, ich drücke trotzdem jetzt die restlichen noch an, die da ausstehen. Da werden die nämlich nochmal eingeladen. Sakurai ist dabei und wir können ja mal gucken, wer online ist. Online ist Jolix. Wir machen mal Babu Yeah, weil Jolix gehört ja zu 007 Flex. Und wenn ich sie einlade und ihn nicht, da gibt es wieder Stress. Deswegen lieber den Babu Yeah. Der hat in letzter Zeit nämlich auch viele Raids mitgemacht. Beim Samyang haben wir zum Beispiel Mahomai, Logok, kann ja auch Kampfmoves, Hariyama, Kampf-Pokémon, Terrakium und nochmal 2 Mahomai. Da ist sehr abwechslungsreich. Hier einfach Meister Griff, ganz viele. Wie sieht dein Team aus? Ich habe Rayquaza noch mit drin. Warum? Keine Ahnung. Terrakium, Meister Griff, Terrakium, Rayquaza, Mahomai, Meister Griff. Das ist mal ein ausgewogenes Team. 10 von 15. Hast du schon Shiny? Ja. Ja. 2, na 5 glaube ich sogar. Ich hatte auch Shiny, als die Welt noch in Ordnung war. Ja. Und ich hatte glaube ich 4 100%ige Regigigas. Mein allererstes 100% Regigigas kam aus einem Tausch mit Tixakura. Das war dann ein Glücks-100er. Da habe ich mich gefreut, als Regigigas dann wieder kam. Wollte ich die XL-Bonbons voll machen und habe gesagt, ich mache ein paar Raids, bis die 300 XL voll sind, also 296. Auf dem Weg zu den 296 XL kamen aber noch 300%ige Regigigas dazu. Das ist halt schön, aber total unnütz, weil das erreicht mega fett groß krasse WP, aber es ist halt Typ normal. Mit Typ normal machst du absolut nichts. Es sieht gut aus, es ist wuchtig, deswegen hat es mich gefreut, das als 100er zu haben. Aber viermal das 100er, das war mir dann auch irgendwie zu viel. Da hätte ich lieber andere mehrmals gehabt. 400er Rayquaza oder so, wäre doch viel besser gewesen. Oh, hier ist ein Shiny drauf beim Nudel-Account, beim Samyang Bulldog mit 2404. Wie viel hast du? 24,27. Wir gehen mal rein, wir gucken mal, ob hier auch ein Shiny ist. Nee.
24,34 ist das Beste. Hast du dir den 100er-Wert gemerkt? Nee. Da bestimmt irgendwas 24,46 oder so. Ich glaube, im 40er-Bereich müsste der sein, aber der ist auch jetzt schon recht gut. Erster Ball, Curve, einfach fabelhaft, ist drin. Lässt sich auf jeden Fall richtig gut fangen. Wir bewerten den mal. 15 Angriff, 10 Verteidigung, 11 KP. Das war der Community Rate schon. Habt ihr beim Community Rate mitgemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr einen 100er? Habt ihr einen Shiny? Habt ihr sonst was? Schreibt es alles rein. Hier drüben können wir gleich das Shiny noch fangen. Das müsste ja easy gehen. Nehmen dann natürlich eine gelbe Beere und dann ziehen wir das einfach hier hoch. Zack. Und dann ist das Shiny drin, weil Shiny Legendäre aus Raids sind immer im ersten Ball drin. Nehmt also keine goldene Beere, nehmt ruhig eine gelbe Beere für mehr Bonbons. Oder halt eine silberne für noch mehr Bonbons. Der ist halt jetzt nicht so gut, aber passt, der Account ist blau. Das Regigigas ist auch blau. So, und ansonsten war das der Community Raid mit Hannes. Danke Hannes, Prost Hannes. Jo, bitte. Bis zum nächsten Mal. Dass ich wieder da bin. Morgen müssen wir noch Mega für Nondor machen. Mal gucken, wer da mitmacht und ob es da auch ein Bier gibt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes und ciao. Servus. Vierzeich. 9,1%.